Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unsere Graphitproduktion gestartet, die mittlerweile halb voll, also 2000 Graphitauflage hat. Massiv, massiv. Und wir haben unsere Verkipp-Aktion hierher geschoben. Jetzt haben wir gerade eher das Problem, dass wir zu wenig haben, weil wir sagen hier komplett ausleeren jederzeit. Dann können die das hier weiterkippen. Unsere Leitungen sind mittlerweile sogar zu langsam dafür. Das ist schon erstaunlich zu sehen. Wie schaut es hier mit den Zwischenspeichern aus? Die werden gleich sogar schon gerade leer. Ja, okay, wir verkippen halt hier auch noch, ne? Das ist die andere Sache. Die Leitungen sind auch nicht so voll, wie ich es gern hätte. Warum? Weil wir hier wahrscheinlich schon weiter hintergraben. Aber wir gehen hier Stück für Stück dran. Erde ist viel auf der Leitung, lustigerweise. Also Erde ist eher so Richtung Dauerproduktion. Warum bewegst du dich nicht? Du bist gar nicht notwendig zu bewegen, oder wie? Die Kollegen hier verfahren die Erde weiter. Wir haben massive Erdlager mittlerweile. Das ist ja rein theoretisch nur ein Erdlager für uns, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Das ist unser Erdlager für Bepflanzungsgebiete, die wir auch berichten wollen, dass wir halt die Lager nicht füllen müssen. Weil sonst bräuchten wir wahrscheinlich für das mittlerweile ein komplett Riesenlager. Aber wichtig ist natürlich, dass diese Anlage Stück für Stück jetzt existieren anfängt. Wir sehen auch schon, unsere Kollegen kippen hier gleich mit. Wir verkippen hier gerade, um den kürzeren Verkippungsweg für uns zu schaffen. Deswegen habe ich die Straße gebaut, weil wir verkippen natürlich von hier. Vielleicht kann man dann auch eine Leitung runterlegen, da eine Lage hinsetzen. Dann können die aus der Mitte raus das Ganze nehmen. Und wir werden dann schauen, dass wir relativ bald das Gebiet hier vorbereiten für die Schlammumwandlung in Brennstoff. Wäre natürlich mega, mega geil. Genau. Ich glaube, mittlerweile ist diese Anlage relativ voll immer. Das ist leider ein Problem, was wir immer noch haben. Und ich glaube auch noch lange behalten werden, so wie es ausschaut. Dass diese Sauerstofftipper uns eigentlich ein bisschen zu langsam sind und ich das ein relatives Wirrwarr gemacht habe. Ich hätte es vielleicht ein bisschen separieren sollen in einzelne Stages. Bloß Problem ist, wenn ich das jetzt öffne, das Ganze, die Box von Pandora sozusagen, habe ich gleich ganz andere Probleme wieder. Interessanterweise ist unser Wasser auch fast leer. Ah, die Zwischentanks sollten wenigstens Wasser produzieren, hoffe ich. Du brauchst Wasser, machst dann das hier draus. Kriege ich nicht? Achso, aus dir kriege ich Wasser. So war das, ne? Genau. Ah, stimmt, ich produziere ja Wasser. Das war der Unterschied. Hier ist auch die Prio drauf. Export aus, aus. Das ist unser Zwischentank, den brauchen wir bitte. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich mit den Leitungen das ein bisschen verschnellere. Dass wir hier wieder Sachen abziehen. Weil jetzt frisst er 72, wir schlucken halt nicht die Menge, die wir wahrscheinlich bräuchten dafür. Gibt es irgendwo ein Produktionsproblem, was wir nicht rauskriegen? Ammoniak. Wo verarbeiten wir das Ammoniak? Das Ammoniak verarbeiten wir hier im... Ah, da habe ich mir ein... Ich sehe schon, da ist unser Problem. Okay. Problem wurde gesichtet. Es sind unsere Lagerstrukturen. Wir haben kein Ammoniak-Zwischenlager. Dadurch muss das Ammoniak verbraucht werden die ganze Zeit. Was bedeutet, wir müssten eigentlich die ganze Zeit jetzt unser Lager hier verarbeiten. Wir düngen halt nicht so viel, wie wir hier brauchen. Ich nehme eine weitere Rohrleitung. Wo war das wieder? F. Gut. Und bauen. Dann haben wir nicht wieder ein weiteres Zwischenlager, was uns hoffentlich jetzt erstmal hilft. Und ich hoffe, dass das ein bisschen... Oh, voilà. Unsere Produktionskapazitäten wieder erhöht. Ich muss da noch was schauen, was mit Ammoniak.
Mit Ammoniak kann ich sonst noch was machen. Ich glaube, ich kann mit Ammoniak nicht einiges trotzdem machen. Ammoniak kann ich verarbeiten zu Wasserstoff. Ich hätte mir hier eine ganz feine Ammoniakproduktion, mit der ich zu Wasserstoff kommen würde. So, rein theoretisch. Du gibst 60 aus, du nimmst 60. Ich müsste gerade mal sozusagen die zwei hochpumpen, damit wir ein bisschen aus dem Ganzen rauskommen. Ich habe meine Priorität nach unten gesetzt, gut. Weil ihr produziert 18, du brauchst mehr. Das Gute ist, wenn die Leitungen jetzt leer werden, Stück für Stück. Achso, hier ist noch eine weitere Leitung drin. Ha. Wir haben jetzt noch so einen guten Zwischenlager. Aber schau mal, wie viel Dünger wir allein haben. Holy moly. Das sollte jetzt aber auch helfen, dass die Tanks mal leer werden. Ja, jetzt schluck mal. Jetzt schlucken wir. So will ich das sehen. Dann muss ich auch euch nicht weiter anfeuern. Ich produziere gleich hier sogar rein theoretisch down Ammoniak aus Wasserstoff. Ich baue nämlich hier Wasserstoff an. Deswegen ist es hier relativ unlukrativ, den Wasserstoff gleich zu nehmen. Ah, ja. Naja. Das Wichtigste ist, dass wir irgendwie das Ganze vorankriegen. So, hier wird verkippt. Ich glaube, die kommen gar nicht mehr her. Ich glaube, ich kann fürs Erste hier mal die Transporter reduzieren. Aber wir kriegen nicht die Masse ran, die wir brauchen. Guck dir das an. Aktuell schlucken wir. Ah, scheiße. Euch kann ich jetzt auch ausweisen. Hier gibt es keine Limits mehr. Eigentlich können wir die Zwischentanks entfernen. Aber vielleicht brauchen wir es nochmal. Wer weiß. Fürs Erste. Wo kommt auf einmal die Dauerproduktionsschlange her? Haben wir sie unten auf einmal Gold gefunden oder was? Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich dem Turm da unten nochmal vielleicht ein weiß ich den noch zu. Einfach damit nicht das genau passiert. Warum die auch alle zu denen da vorne fahren und nicht zu dem da hinten? Das ist schon wieder die andere Frage. Aber wir kommen gut durch. Schaut euch mal an die Flächen, die wir gerade schon wegräumen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir in 1-2 Folgen hier anfangen können, die Planung vorzunehmen für unsere neue Produktionsanlagen. Nice. Genau. Gut. Hier geht's voran. Wir müssen überlegen, was wir hier rausgegraben haben und was wir jetzt wieder reinkippen müssen, um das zu verfüllen. Aber holy shit. Wir haben jedes Stück Kohle, außer das da vorne, rausgegraben. Da sind wir ungründlicher mit dem Kupfer umgegangen. Ah genau, was auch war, wir müssen euch hier neue Grabepläne geben, denn ihr habt keine mehr. Und meine neuen Grabepläne für euch sehen vor, dass wir hier die Schräge wieder nutzen, um ein bisschen tiefer zu gehen. Davor schicke ich die aber per Hand nach da oben, weil ansonsten sehe ich schon wieder Bagger verschwinden. Euer Gebiet wird ja natürlich jetzt wieder vergrößert. Fahrt hoch, bitte. Bitte tun Sie mir da den Gefallen. Wir müssen dann eventuell auch nochmal das Ganze ein bisschen anpassen, damit die Grabeflächen passen. Aber wenn wir Stück für Stück rankriegen, sollte es ja kein Problem sein. So. Hier müssen wir mal schauen, dass wir nicht die Ecken nehmen, wo wir gerade keinen Sand mehr rauskriegen. Aber wir fahren gerade gleich ein bisschen mehr Sand, Stein als Sand. Oh, wir sind nur noch ausgelastet. Das ist ein Wunderwerk quasi von uns schon.
Ja, guckt euch mal an, was hier passiert. Jetzt die Verschüttmengen, die wir mittlerweile haben. Oh, jetzt langsam sind wir so weit, dass er nachfüllen kann. Puh. Kommt er weit? Ja, ich glaube, ich setze jetzt dann einen wieder mehr ein. Sobald die Strecken natürlich weiter werden, das ändert sich dann wieder alles, ne? Aber wir kommen ja Stück für Stück auch auf unser Ziel runter. Das ist das Geile. Wenn diese Strecken durch sind, können wir alles verkippen, zumachen, umbauen. Und wir können endlich mit dem Schlamm anfangen. Wie geht's mit Graphit? Weil Graphit... Oh ja, Graphit ist fast voll. Dann würde ich doch sagen, dass wir hier eine Schnelllieferung machen. So, jetzt kommt die Sache. Wie mache ich das mit Graphit? Das Problem ist ja jetzt, ich muss hier rüber. Oder schaffe ich es hier unten durch, dass ich die Leitung hier durchziehe? Das könnte natürlich ein grandioser Schachzug fürs Erste sein, dass wir sagen, wir nehmen flaches Förderband 3. Ah, wahrscheinlich, das geht dann hier lang. Ich müsste also eigentlich hier schon, dass ich lang laufe fürs Erste. Dass ich bis hier drüben komme, dann mir hier einen... Ne, das braucht wahrscheinlich einen flachen Aufzug in dem Fall wieder, ja. Dann machen wir hier wieder Rotate. So. Ne, flaches Förderband. Wo ist es denn? Da. Inkompatibler Anschluss am Ende. Ach, weil ich falsch schon baue. Ah, weil ich gerade alles in die falsche Richtung setze. Jetzt war ich kurz geschockt. So, wie schaffe ich es jetzt? Jetzt muss ich dich einmal kurz wegtun, damit ich an diesen flachen, an das flache Förderband komme. Sag Rotate, schnell liefern. Und dann brauche ich hier den flachen Aufzug wieder. Gehen wir hier auf Liefern. Und dann haben wir schon mal das Graphit laufen. Die nächste Sache ist natürlich, dass wir dann noch Wasser brauchen. Das wird uns leider hier nicht auskommen. Die Sache ist, wie viel Eisen haben wir auf Lager? Denn ich würde gerne das am Eisen testen, weil Eisen war bis jetzt bei uns die stabilste Ressource, die wir hatten. Was mich sehr gefreut hat bis jetzt. Und wir haben die Fahrzeugverwaltung erhöht. Bedeutet, wir sind jetzt bei 180. Ich werde gleich zum Feier des Tages noch einen von denen hier bauen. Oh, da kommt es nach. Sand ist gerade echt mies von der Produktionsleistung her. Deswegen ich gerne den ersten upgraden würde. Und ihm dann auch die Upgrades ziele. Wie viel sind denn der Sandanlage zugewiesen aktuell? 4 LKWs.
Erhöhen wir das doch mal auf 6. Wir sind ja gerade nur ausgelastet, von daher ist es ja komplett wurscht. Gut. Ja, schau an, der Tank ist auch schon wieder fast bummvoll. Brutal. Unsere Tanks sind aber zur Abwechslung mal leer. Er muss sich hier noch ein bisschen durchkneifen. Aber ich glaube, das wird mit der Zeit auch passieren. Ich schiebe halt alles erstmal da drüber in die Anlage. Das ist die andere Sache. Weil wir haben halt Zusatzanlagen, die irgendwann zuschalten. Ja, Sand ist halt aktuell ein Problem, aber zum Beispiel sowas wie hier, der Kalkstein sollte sich jetzt in Kürze wieder erholen. Wir müssen halt alles langsam upgraden, dann brauchen wir weniger Einheiten an Fahrzeugen auch. Hier haben wir zum Beispiel Kupfer, wie blöd auch noch. Und beim Kupfer bin ich eher beim Überlegen, wie ich das mit der Einfahrt mache. Weil ich glaube, wir haben gerade ein bisschen was auf Lager. Gehen wir auf 9 mal runter. Und bleiben da und gehen dann hier so rein. Dann wären wir auf jeden Fall schon mal bei minus 9 und könnten noch tiefer graben. Die Sache ist, ich will außerhalb vom Kupfer, da sind wir dann wieder im Sand. Da ist Sand? Nee, das ist Kalkstein. Da sind wir wieder im Kalkstein drin. Ich will halt schauen, dass wir sozusagen einfach es jetzt schaffen, uns hier durchzugraben und das Kupfer richtig schön auszugraben. Das kostet natürlich dementsprechend Vorbereitungszeit. Aber schaut euch an, wie gut wir hier zum Beispiel alles mittlerweile verfüllen. Stück für Stück wird alles voll, das ist super. Graphit läuft auch, wie Sau. Dann würde ich sagen, können wir uns jetzt mal Stück für Stück darum kümmern, die ersten Anlagen. Wie voll ist das Lager? Fast voll, bedeutet. Wir brauchen noch eine Wasser, ne? Wasser brauchen wir noch. Das war ja, glaube ich, die andere Sache, dass wir eine Wasserversorgung brauchen für das Ganze. Ah ne, warte mal, das wollte ich gleich anders machen, da hatte ich eine andere Idee. Oh, da habe ich wieder ein Chaos gebaut. Kann ich nicht einfach hier vorne so drüber? Bis nach hinten? So? Müsste doch vollkommen reichen, oder? Gut, wir werden jetzt mal die erste Anlage rausschmeißen. Bis hinter zur Kopfnummer alles rausnehmen. Gut, dann bauen wir jetzt hier unseren ersten Lichtbogen ein. Graphit muss da drüben rein, okay. Können wir das flippen rein, theoretisch? Dann passt es mir nämlich besser, weil dann kann ich jetzt hier... Wir nehmen flaches Förderband 2 für sowas jetzt zum Beispiel. Anschließen. Der Wasseranschluss ist natürlich eine andere Sache. Das muss ich jetzt hier mal nochmal kurz abreißen.
So, okay. Und das Ding hat jetzt hier vorne für den Dampf noch den Ausgang, was ich fürs erste Mal mit einem Schornstein löse. Da muss ich mir noch was überlegen. Ich müsste wahrscheinlich hier vorne eine Reihe durchziehen oder irgendwo, wo wir den Dampf dann zu einer Wasserverarbeitungsanlage zurückbringen können oder sowas. So, du bist mir jetzt für Eisenerz zuständig und du solltest dafür auch alles haben, oder? 5,5 Megawatt braucht das Ding. Wir brauchen viel mehr Strom. Weil ich kann alleine mit meiner Eisenproduktion hier, mit denen hier, mit den zwei Hyopies, es so weit bringen, dass wir 15 Megawatt brauchen. Nee, 16,5 Megawatt. Nur mit der Eisenproduktion. Das ist vielleicht aktuell noch an den Hochöfen, an den Standardhochöfen das Praktische. Sie fressen dir halt zwar Kohle, aber sie brauchen absolut keinen Strom. Der hier braucht Strom wie Sau. Holy moly. Aber er produziert auch weniger Abgase. Es ist halt wieder so ein Geben und Nehmen. Wir reduzieren die Abgasproduktion, dafür erhöhen wir wieder den Rest. Ich weiß es ja nicht. Und wie viel braucht er an den Graphitstäben? 3. Ich produziere Massen mehr. Ich bin gerade beim Überlegen, ob wir nicht einfach auf die Schnelle die 3 wenigstens austauschen fürs Pilotprojekt. Sozusagen. Und das werden wir jetzt sogar machen. Das alte Eisen ist nun Vergangenheit. Wir kopieren einfach dich, weil du bist genauso, wie wir dich brauchen. Dann machen wir eine Leitung 2 von hier nach hier. Ist jetzt zwar nicht optimal, ganz ehrlich, aber wurscht ist es doch, oder? Flaches Förderband 2. Von hier nach hier. Dann geben wir dem allen das Baurecht. Und wir haben jetzt in Kürze mal ein paar Hochöfen in Betrieb genommen für unsere Anlage. Und damit sparen wir uns jetzt 15, 30, 45 Kohle pro Minute. Das ist schon mal... Also, das hier braucht mehr, ja. Aber es produziert ja auch über die Maßen zu viel. Bedeutet, das, was wir hier produzieren, brauchen wir nicht ansatzweise mehr in Graphit. Und die Anlagen laufen trotzdem. Und es schaut sehr, sehr modern aus. Es schaut sehr, sehr modern aus. Wir haben jetzt einen kurzen Dip wahrscheinlich im Eisen genommen, aber wir haben ein gutes Lager. Man wird halt merken, unser Strombedarf ist so viel gestiegen. Das ist übel. Mein Sand taugt mir immer noch nicht. Dich hätte ich gern auch geupgradet. Dich hätte ich gern auch geupgradet. Dich hätte ich gern auch upgradet. Dich genauso. Weil wir graben schon wieder ins Gold rein. Das ist... Ups. Das Gute ist halt, wenn wir jetzt ein großes System endlich haben, dann... Ah, shit, das ist eins der Probleme. Wir haben hier eine Goldförderung aus Versehen angegraben. Was natürlich dazu führt, dass wir... Das Goldkonzentrat, wir brauchen das Golderz. Dass wir die ganze Zeit jetzt von A nach B fahren müssen. Das muss ich vielleicht nochmal kurz hier einstellen. Dass wenn die ans Gold wieder graben, dass das nicht nochmal passiert. So. Aber wir sollten gut dabei sein aktuell.
Es laufen fast alle Generatoren. Übel. Aber wir laufen immer noch auf Maximum. Aber man kriegt halt auch irgendwie gefühlt nicht alles aus dem Ding raus. Die Frage ist, könnte ich das direkt anstecken und dann hat es mehr Power? Weil da dann nicht ein Rohr sozusagen dazwischen hast, was eine maximale Ausgabekapazität hat. Wäre natürlich ein interesting Fact. So, ich bin mal gespannt, wie viel Unterschied uns jetzt das macht, dass wir so doch einen großen Teil unserer Brennfabrik ausgeschaltet haben. Es war ja immerhin ein Drittel von dem Ganzen, den wir jetzt einfach weggeschaltet haben, weil wir auf Graphit umgestiegen sind. Es ist noch nicht so effektiv wahrscheinlich, wie es später ist, wenn wir den Rest auch umschalten. Einfach, weil wir ja noch Kohle benötigen und das Äquivalent zu zwei von denen ist. Aber das stoppt auch bald, weil dann die Lager voll sind und wir nicht die Masse brauchen, die wir aktuell produzieren. Sollte also gut laufen. Und was wir mit dem Dampf machen, ehrlich gesagt, ich habe noch keinen Plan. Werden wir noch rausfinden. Muss ich irgendwo eine Röhre langlegen und die dann einfach wahrscheinlich nach da drüben, dass der Kollege hier down pumpt, aber der pumpt eh schon die ganze Zeit. Wie es ausschaut. Ist der dauernd in Production? In Dauerproduction. Das ist ein großer Kühlturm sogar. Ja, die Anlage ist halt echt irgendwie so komplett unnötig. Sollen wir nicht lieber einfach den Dampf dir, weil ich bringe halt das jetzt dampflos da rein. Was macht der Unterschied, wenn ich nichts, aber ich krieg's halt trotzdem rein, ne? Es wäre sogar dieselbe Leistung wie davor. Wir kommen ja nicht mal auf den Speed drauf, von daher eigentlich ist es wurscht, ne? Wenn wir uns jetzt mal hier die Energieproduktion nochmal anschauen, die produzieren 1,6 Megawatt aktuell, weniger schon wie unsere Solarpaneele teilweise. Und die gelten als... Ist es jetzt, weil es bewölkt ist, oder warum produzieren die zum Beispiel so wenig wieder? Weil regnerisch. Aha, aha. Es regnet, deswegen können wir wieder nicht so viel produzieren. Ja, dafür brauchen wir nur mehr Fläche, mehr Masse. Aber wir können rein theoretisch wieder eine Masse produzieren. Und ja, ich werde jetzt immer wieder diese Fläche erhöhen. Nicht aus dem Grund, weil ich das Zeug mir geil finde, sondern einfach, weil ich das als Backup-Sicherung für mich mittlerweile sehe. Und ich gerne es haben würde, dass wir damit uns wirklich in Notfällen den Arsch retten können. Und das wäre mir richtig lieb, wenn das unsere Arschrettung sein könnte zwischendurch. Dann hätten wir einen guten Vorteil, weil jetzt hat, können wir damit fast 3 Megawatt produzieren. Es ist nicht mal ein Hochofen, I know, aber es ist unsere komplette Wartungsproduktion, die damit laufen kann. Komplett, ohne Probleme mit dem Ding. Und wenn wir es hoch genug kriegen, dass selbst bei halber Produktion wir bei 2 Megawatt liegen, also grundsätzlich 4 bis 5 Megawatt produzieren mit dem Zeug, sind wir so weit, dass wir wenigstens hier wo sind sie denn? Hier Wartungsdepot 3 braucht 600 Megawatt. Die größten Verbraucher sind die Elektrolysegeräte mit 14. Habe ich euch noch? Ich habe nur 5 und die fressen so viel? Okay, die Lichtbogenöfen können natürlich auch reinhauen. Aber ihr wisst, was ich meine. Wo sind... What the fuck? Ja, die sind halt echt übel, ne? Also, ich kann es nicht anders sagen, außer, dass die brutal sind. Die Anlage reicht ja auch, wie es anscheinend, komplett aus. Weil ich glaube, wir verbrauchen aktuell keinen Dampf mehr. Unser Wasser ist voll. Der Extra-Tank wird auch befüllt. Und das finde ich relativ uncool. Deswegen schalten wir dich aus jetzt. Alles extra Wasser wird abtransportiert, bitte. Egal wie, was, wo, es wird alles abtransportiert. Der Tank ist fast immer voll. Aber du siehst auch, wie viel Wasser wir hier von A nach B schiffen. Also wir reden hier von Massen, die wir an Energieumwandlungssystemen haben. Das ist schon brutal. Die Kohle hat sich hier fast schon durchgefressen. Das ist natürlich auch eine feine Sache. So, hätte ich auch nochmal den Auftrag geben können dann. Aber wir haben das Minimum wieder, oder die tiefste Stelle erreicht. Das ist schon mal wieder gut, das sollte uns wieder helfen. Die Kollegen graben sich auch hier gut durch.
Dieses Lager füllt sich aber mittlerweile, bedeutet, ihr braucht wieder Unterstützung. Du bist gleich mitten im Upgrade-Modus noch, aber du kriegst von mir schon mal weitere Kippenmulden bitte in Auftrag, weil die transportieren halt unsere Rohstoffe aktuell von A nach B grundsätzlich. Und sollten dafür auch weiter zuständig sein. Habe ich euch nicht alle in den Auftrag gegeben? Doch, dich habe ich Auftrag gegeben, dich habe ich noch gar nicht in den Auftrag gegeben, schau an. Dich habe ich auch noch in den Auftrag gegeben. Weil ich glaube, gerade ist der Bagger wieder dann zurück von seiner Umwandlung, was natürlich sehr schön ist. Wir verkippen hier mittlerweile und dann sollten wir bald soweit sein, dass wir die Produktion oder hier die neue Produktion von Schlamm hinkriegen und dann können wir Schwefel verkaufen, können Handelsbeziehungen aufbauen, dann sind wir gut unterwegs und das sollte eine sehr vorteilhafte Position für uns rausgeben. Wir sind halt mittlerweile sehr viel auf Sand angewiesen, obwohl gar nicht so viel für Kupfer brauchen wir halt Sand, ne? Die Anlage muss ich mir auch mal anschauen, wo ich die am besten hinsetze, weil ich finde die jetzt hier nicht unbedingt sehr schlau, aber wir haben hier auch schon 4000 Graphit auf Lager. Überlegt euch das mal, wir haben so viel Graphit. Was kann ich mit Graphit noch machen? Gibt es noch irgendwas, was man mit Graphit machen kann? Graphit. Ich habe mich sehr... Nee, habe ich nicht mal. Schick. Verbrauch. Okay, du kannst es echt nur verbrauchen zum Verbrennen. Du hast halt immer das Problem dabei. Also immer. Dass wir 5,5 Megawatt brauchen. Gerade eventuell noch eine komplexe Aufgabe, 5,5 Megawatt pro Anlage herzustellen, weil wir reden dann am Ende von roundabout aktuell 45 bis 50, 60 Megawatt, die wir aktuell bräuchten, nur für den Strom. Und so viel haben wir nicht unbedingt, vor allem nicht für die Pikes. Aber wie es ausschaut, sind wir hier die ganze Zeit voll, weil Eisenpump voll ist. Bedeutet, die Anlagen fressen gar nicht so viel, wie sie bräuchten. Sowas wie jetzt ein Stahl oder ein Eisen. Ja, hier zum Beispiel Stahl ist fast immer leer, aber der steht halt auf der einen Seite der Produktion, während die andere Seite natürlich ein bisschen mehr schluckt. Aber ich denke, wir haben hier dann trotzdem eine... Wir geben einfach dir mal eine Priorität. Hihi, weil du produzierst mehr. Aber wir sind trotzdem gut unterwegs. Wir haben jetzt natürlich die Höchstdruckturbine bekommen, aber die können wir, glaube ich, erst mit dem Kernreaktor. Mit welchem. Wo können wir Höchstdruck herbekommen? Hä? Wo bin ich jetzt gelandet? Was ist denn das? Höchstdruck, dankeschön. Produktion kann ich machen mit elektrischen Kesseln. Oder mit einem schnellen Brutreaktor, der Kernbrennstoffe braucht. Da reden wir nämlich gleich an ganz anderen Stärken. Wie viel macht der? 18 Megawatt. Und du hast halt die anderen hintergeschaltet. Das ist ja die Sache, das ist ja nicht so. Vielleicht sollten wir echt schon, dass wir Richtung Brutreaktor kommen und dann halt da drüben direkt so einen großen, fetten Brutreaktor hinsetzen. Aber wir reden davon, dass der 18 macht. So, jetzt lasst uns nochmal gucken. 18 plus 12 macht 30. Wir sind ja da noch nicht aus. Dann kommt er noch... Er macht... Nee, warte mal. Du bist dieselbe. Du brauchst dasselbe. Also, du bist 18, 30, 36. Das sind zwei große Anlagen, oder? Ja, der eine alleine macht so einen großen Stromreaktor. Bedeutet, wir verdoppeln unsere Stromproduktion damit. Das ist übel, das ist richtig übel. Vielleicht sollte ich doch mal schauen, dass ich die Forschung noch ein bisschen vorankriege irgendwie. Wäre vielleicht dann gar nicht so schlecht. Ich habe halt jetzt gerade sehr blöd das alles platziert, weil ich halt nicht gedacht habe, dass ich da nochmal Bock drauf habe. Aber wir müssen halt echt schauen. Geht auf 24 runter, von 24 auf Ding. Ja, ich brauche halt genau immer... drei Anlagen, ne? Ich hab's nicht so gebaut, dass das schlau wäre. Ich hab's schnell gebaut wieder. Das war Fehler. Aber, ja, wir forschen halt. Eigentlich müsste ich schon mehr machen, weil ich glaube, ich hab noch nicht mal den Brutreaktor in der Reihe drin. Nee, hab ich nicht. Würde ich aber gerne. Weil ich kann mir den mittlerweile leisten.
So, und ich mag mir kurz mal anschauen, wie läuft der Brutreaktor? Wir machen angereichertes Uran, 20% mit Salzmischung wird ein Brennstoff. Ein abgereichertes Uran mit Salz wird Brutmantelbrennstoff. Yellow Cake plus Salz wird Brutmantelbrennstoff. Okay. Brutmantelbrennstoff angereichert. Wo machen wir denn den? Anreicherungsanlage. 15 von denen machen 12 und 3. Ja, aber wo reichere ich denn das zum Beispiel an? Das habe ich hier zum Beispiel gar nicht. Aber daraus kriege ich 2 von diesen Teilen. Kann ich mir das mal anschauen? Brutmantelbrennstoff. Brut. Da kriege ich erst die Anleitungen, wenn ich es habe. Weil der nimmt ja Kernbrennstoff und macht 384 daraus. Das ist schon übel. Wir machen aktuell Höchstdruck und produzieren mit ihm auch 384. Wir produzieren dieselbe Menge, produzieren aber die doppelte Dinge. Jetzt ist die Frage, wie viel Wasser braucht der Große dann? Wie viel braucht der? Dieselbe Menge an Wasser. Es bleibt alles gleich, außer unser Produktionsteil dahinter. Holy shit! Das wird übel. Und darauf müssen wir setzen, glaube ich. Ich glaube, darauf müssen wir echt setzen, weil das wird die Zukunft. Das wird unsere Produktion, die massiv reinhauen kann und mit der wir so richtig Energie steffeln können. Weil dann verdoppeln wir auf 230 Megawatt mit unserer aktuellen Anlage, die ja nicht bleibt, weil wir immer noch überproduzieren und wir wollen noch mehr produzieren. Bedeutet, wir verdoppeln es dann nochmal von 200... Was habe ich jetzt gesagt? 200... Ich habe mir vorreden. Wir sind, sagen wir mal, bei 240, dann auf 480. Wow, das wird übel. Und ich glaube, das kriegen wir relativ bald hin. Wir müssen warten, bis wir es erforscht haben, aber bis das soweit ist, haben wir hoffentlich auch hier unsere Grabarbeiten abgeschlossen und die Umbauarbeiten durchgezogen, um voranzukommen. Und ich glaube, ab diesem Zeitpunkt können wir uns darauf einstellen, dass wir mit Strom wenig Probleme haben werden oder hoffentlich wenig Probleme haben werden. Denn wir werden hier Stück für Stück jetzt umbauen. Und wenn ich mir das so anschaue, wir haben ja dann hier noch den Schlamm. Und der Schlamm wird uns jetzt auch wieder Sachen abnehmen. Schlamm. Weil wir ja aus Schlamm machen wir Chlor. Nee, warte mal, hä? Nee, warte mal, falsch. Hier. Wir machen Brennstoff draus. Brenngas und Kompost. Und Brenngas kann ich mit Dampfhochdruck wieder zu Wasserstoff verarbeiten. Halt auch zu Kohlendioxid. Das ist die eine eklige Sache, die es gibt, ist der Kohlendioxid. Aber ich könnte rein natürlich einen Gaspumpeninjektor nehmen, um was draus zu machen. Oder, naja, ich tue es nicht mit Wasserstoff wieder mixen, weil dann hat sich das Ganze nicht ergeben. Ich kann es natürlich in der Chemiefabrik zu Graphit umwandeln. Bloß die Frage ist, was mache ich mit dem ganzen Graphit? Kann ich Graphit verkaufen? Gibt's Leute, die Graphit wollen? Ne, Leute verkaufen mir aber Quarz rein, theoretisch. Oder für Forschung geschätzte Produktionskosten. Holy moly. Das haben wir aktiv. Unterhaltungselektronik für Öl. Wirklich wenig in relativ günstig. Und du kriegst 1300 Öl dafür. Holy shit, Maroni. Haushaltsgeräte. Die Kohle könnten wir holen. Ich glaube, du musst halt später viel mit Handel machen. Ich könnte die Schlacke verkaufen für saures Wasser. Auch ein interessanter Trade, weil saures Wasser bringt uns wieder zum Beispiel Schwefel. Und mit Schwefel kriegen wir wieder Schlamm ran. Also es ist... Was ich schade finde, dass ich hier zum Beispiel nicht was anderes noch habe. Ich würde sagen, in der nächsten Folge können wir vor allem auch wieder am Schiff rumbasteln, weil ich glaube ja, dass wir am Schiff rumbauen können aktuell. Der Schiffsmotor der 3 steht für uns zur Verfügung und den können wir uns auch leisten. Ansonsten hat sich leider nichts geupgradet. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen.
In der nächsten Folge passiert natürlich wieder viel. Wir verkippen gerade endlich die alte Kohlemine. Bedeutet, unsere Flächen wachsen wieder. Und wir haben genug auf Lager zum Verkippen, meine Freunde. Es gibt genug zum Verkippen, denn wir haben solche Massen zum Abarbeiten noch von hier hinten. Das ist der Wahnsinn, was wir hier machen. Wir sind the Captain of Industries. Wir sind der Kapitän hier. Wir graben alles zu unserem Liking um. Ich glaube, wir können auch mal hier die Kohlestraße ein bisschen erneuern, damit die nicht so hüblich ist, sondern auf einen Way runtergeht. Ein bisschen weiter hinten ansetzen, nochmal runtergraben, das Ganze. Das könnte gleich noch ganz cool werden. Kohle haben wir wieder viel dabei. Unser Atomreaktor funktioniert natürlich immer noch einwandfrei. Das ist schön, dass der mittlerweile so gut funktioniert. Wir können alles wieder aufbereiten. Ich glaube, das Einzige ist hier, dass wir das Spaltprodukt haben. Nach Beseitigung in 45 Jahren, okay. Ich bin gespannt, was passiert. Weil 45 Jahre sind ja eine Zeit. Wir haben aber schon 1000 Jahre durch, rein theoretisch. Also auch wieder was. Ich bin gespannt, wenn wirklich das alles Spaltprodukte und alles weg sind. Das ist ja sozusagen eigentlich auch die Krankheit der Menschheit, ne? Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Klickt die Glocke, damit ihr jederzeit informiert seid über neue Folgen von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.